Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Disney-Juli-Haul. Ja, kaum zu glauben. Ein weiterer Monat ist an uns vorbeigeflogen. Also ich finde, die Zeit rast an uns vorbei. Es ist schon August. Wahnsinn. Und das Disneyland hat wieder offen. Ja, ich war da eine Woche lang. Ich hoffe, ihr habt die Vlogs gesehen und euch haben sie auch gefallen. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Woche, aber wenn ihr euch das angucken wollt, dann schaut einfach in die Vlogs. Ich habe auch ein Fazitvideo gemacht, wie ich die Woche für mich empfunden habe. Und denn die nächsten Trips sind auch schon geplant, also könnt ihr gespannt sein auf die nächsten Vlogs. Aber kommen wir zum Haul. Ich habe wieder die Juli-Ohren bekommen. Genau, also das sind die Juli-Ohren angelehnt an das Arthur's Carousel, King Arthur's Carousel in Florida. Bei uns heißt es ja Le Carousel de Lancelot in Paris. Und genau, also es ist angehaut an das Karussell. Und hier seht ihr ein Pferd und ich muss sagen, die Farben passen super. Hier an dem Haarreif sind Pailletten dran. Passt auch super zu der Arendelle-Kollektion, wie ich finde. Zum Arendelle Spirit Jersey und auch zu diesem Arendelle Mickey T-Shirt, was ich habe. Da sind auch noch Pailletten. Genau, passt super dazu, finde ich. Und sieht echt schön aus. Und diesmal habe ich mir auch die Pins bestellt. Ich habe mir im Nachhinein noch die Small World Pins bei eBay gekauft, weil ich sie doch sehr schön fand. Und jetzt dachte ich, die findest du auch richtig schön und bestellst du dir die auch. Da habt ihr einmal das Pferd vom Karussell, Mini und die Ohren. Ich mache auch noch ein Bild, damit ihr es besser sehen könnt. Und die sind wirklich super schön. Die Ohren wieder mal 35,90 Euro. Und die Pins aus der Kollektion kosten 16 Euro. Genau, das waren die zwei Sachen aus der Minnie Mouse Main Attraction Collection, die ich mir bestellt habe. Ich habe aber noch mehr bei der Shop Disney bestellt. Wie immer. Und es ist auch sehr klamottenlastig wieder dieser, also der Juli-Haul ist wieder sehr klamottenlastig. Ich habe sehr viel Kleidung gekauft. War bei Primark. Ja, aber ich zeige euch jetzt einfach alles. Wir fangen an mit Triton's Treasure. Das ist, also ich habe sie bei Instagram entdeckt sozusagen und die haben immer mehrmals im Monat eine Shop-Eröffnung, wo man dann bestellen kann. Man muss aber sehr schnell sein, weil innerhalb von 10, 15 Minuten ist der Shop wieder zu und man muss dann wieder warten, bis man wieder neu bestellen kann. Und wir haben eine Großbestellung gemacht, das erste Mal, und haben uns Armbänder bestellt. Einmal das Armband, ich mache euch Fotos, das könnt ihr nicht erkennen. Das ist ein Herzarmband in Roségold und da steht Please Return to Disneyland Paris drauf mit 1992. Die haben jetzt mittlerweile auch silberne Armbänder. Und da haben wir auch schon bestellt, zeige ich euch dann im nächsten Monat. Und die haben jetzt auch, also Parks, alle Parks. Die haben, also außer Tokio, Hongkong und Shanghai, haben sie alle Parks, also Florida, Paris, Walt Disney World, also Walt Disney World, Disneyland. Ich habe jetzt irgendwann vergessen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie die ganzen amerikanischen Parks und Disneyland Paris als Armband. Also Please Return und dann steht da der jeweilige Park dran. Auch, also ich finde die Armbänder wunderschön und ein Armband kostet bei den 10 Pfund. Die haben jetzt auch Ketten. Halsketten haben wir auch bestellt in Roségold und auch in Silber. Und das andere Armband, was ich mir bestellt habe, ist das hier. Mit so einem, mit so einer Kordel in rosa und da steht drauf Happiest Place on Earth. Gefällt mir auch sehr gut, was bei mir ein bisschen das Problem war. Ich hatte es halt im Disneyland an und in Disneyland muss der Schmuck sehr strapazierfähig sein, gefühlt, weil man schwitzt, man hat, ich habe immer so eine kleine Tasche bei mir, da kommt man auch immer gegen die Armbänder und da ist es leider das Ende hier, ja, habe ich leider verloren. Also hier ist es noch dran und hier ist es leider weg. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Armband. Die haben auch jetzt eine Halloween-Kollektion, auch in diesem Stil mit diesem runden. Und da ist dann ein Kürbis drauf. Und wahrscheinlich werde ich mir da auch was bestellen. Also die Armbänder kosten da 10 Pfund, die Ketten glaube ich 15 Pfund. Die haben auch schöne T-Shirts, die kosten so 25 Pfund. Pfund könnt ihr euch dann selbst umrechnen. Ja, mit was machen wir denn weiter? Machen wir weiter mit Primark. Da war ich nämlich in, ich war in zwei Primark, einmal in Bonn und wir waren in, war das in Köln, nee, wo waren wir denn? In Düsseldorf. Genau, also ich war einmal in Bonn in dem Primark, da wo ich arbeite in der Nähe. Und dann waren wir mal in Düsseldorf im Instagram-Museum und dann waren wir auch bei Primark und da zeige ich euch jetzt, was ich da alles gekauft habe.
Ja, Primark hat ja wieder eine neue Schwimmkollektion, also Poolkollektion rausgebracht. Da habe ich mir einmal den Getränkehalter mit Minnie Maus gekauft für 2 Euro. Wir haben auf der Terrasse eine Art Pool. Also man kann nicht drin schwimmen. Er ist groß genug für 2 Personen. Man kann auch drin liegen, aber schwimmen nicht. Aber finde ich mit so einem Getränkehalter für den Pool, in Anführungszeichen, ist das schon cool gemacht. Also 2 Euro für Mini, dann dasselbe nochmal in Mickey für 2 Euro. Muss ich hier das immer sortieren. Dann habe ich mir noch den aufblasbaren Ball mit Mini gekauft für 4 Euro. Ich finde, für den Urlaub kann man da nichts falsch machen. Dasselbe mit Stitch für 4 Euro. Also einmal Stitch, einmal Mini. Das war's dann mit der Pool-Kollektion. Dann habe ich mir hier so einen Kosmetikbeutel gekauft oder wo ich es auch gerne benutze, ist für Kamera-Equipment, wenn ich in Parks unterwegs bin, für Akkus, SD-Karten etc., damit die sicher verstaut sind. Und für 3,50 € fand ich den echt süß und diese Pastellfarben. Ah, ne, das ist gar kein Kosmetikbeutel, das habe ich in der Schreibwarenabteilung gefunden. Aber kann man auch, also als Mäppchen im Prinzip, aber kann man auch als Kosmetikbeutel benutzen. Dann habe ich mir eine Cappy geholt, in Pink mit Minnie-Maus vorne drauf. Man, also im Sommer im Urlaub oder immer beim Cabrio fahren, habe ich immer gerne Cappy an. Und die hat 6 Euro gekostet. Und dann ein T-Shirt, Try-Ons natürlich wie immer. Einmal so ein schwarzes T-Shirt hier mit Mickey drauf für 8 Euro in Größe M. Und hier steht drauf, can keep a good mouse down. Und ich muss sagen, ich mag den Mickey-Style hier mit diesem bunten Neonfarben und so. Ist echt schön. Dann muss ich mal das Körbchen hier holen. Oh. Neue Schlappen, wie ich sie immer gerne nenne. Ich trage die super gerne zu Hause als Hausschuhe jetzt im Sommer. Aber ich muss sagen, die finde ich auch im Urlaub ganz cool, wenn man so an den Pool geht oder so. Sind ja jetzt, warum sage ich eigentlich immer, oder so. Die haben 8 Euro gekostet und ich glaube im Urlaub, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in Urlaub fahre, das ist ja zurzeit eher so semi-planbar. Aber ja, ich fand die ganz hübsch. Ich habe schon 2 andere Paar von denen, aber die anderen, das eine Paar, was ich habe, ist unten oben Stoff. Das ist dann eher unpraktisch, wenn man in den Urlaub fährt am Strand oder so. Und die anderen, die ich habe, die. Ah, nein, die haben auch oben Stoff. Die trage ich nämlich gerade. Die sind nämlich aus Plastik und deswegen finde ich die ganz cool für den Urlaub. Dann, ich trage übrigens Größe 38, falls es jemand interessiert. Dann gab es. Wieso habe ich nochmal einen Poolball? Wollte niemand haben. Das ist gerade sehr ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, warum ich einen zweiten Poolball habe. Naja, ich werde schon einen Abnehmer finden. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt für jemanden mitgebracht habe oder dass ich mir den einfach zweimal gekauft habe aus Versehen. Das kann natürlich sein. Naja, ich werde schon einen Abnehmer finden. Das ist natürlich jetzt großer Fail. Dann habe ich mir hier dieses Toy Story Alien Pflanze Ding geholt, was ich, also ich mag diese Kunstpflanzen von Disney, auch von Shop Disney, aber die sind da ja auch schweineteuer, finde ich. Den finde ich auch schon teuer für 8 Euro im Verhältnis. Aber es ist sehr süß und ja, ich bin jetzt nicht der größte Toy Story Fan, aber irgendwie fand ich das ganz knuffig. Dann habe ich mir, ups, eine Shorts gekauft für daheim jetzt im Sommer, finde ich die ganz cool. Mit Minnie Maus vorne drauf, ist jetzt nichts Spezielles, kann man auch zum Schlafen benutzen. Die hat 6 Euro gekostet. Die ziehe ich jetzt auch nicht im Try-On an. Das ist jetzt einfach eine normale Shorts. Und dann gab es eine neue Winnie-Pooh-Kollektion. Und da habe ich mir auch dieses Kunstpflänzchen hier mitgenommen. Mit dem Winnie-Pooh-Umriss und ja, dem Pflänzchen. Und dann ist hier auch vorne Winnie-Pooh drauf. Und hier steht Live Life in Full Bloom. Ein sehr schöner Spruch. Und das Pflänzchen hat auch 8 Euro gekostet. Also. Echt süß. Man kann das Pflänzchen auch theoretisch rausholen, wenn man es aus der Verpackung nimmt und woanders hinstellen und das dann, weiß ich nicht, für was benutzen. Und als letztes aus dem Primark habe ich mir hier dieses, oh, falsch rum, auch von Winnie Pooh, diesen
Aufbewahrungspflanzenkübel. Also ich werde es wahrscheinlich für Pflanzen benutzen, die Pflanzen hier reinstellen, weil ich es wirklich sehr hübsch finde. Und hier steht Sweet Like Honey mit Winnie Pooh. Und der hat 9 Euro gekostet, was ich verhältnismäßig, also so ein Pflänzchen 8 Euro und hier sowas 9. Also das Verhältnis stimmt nicht ganz so. Aber echt schön, oder auch für zu Hause irgendwelche Deko, Kunstpflanzen reinzustellen. Ja, ein sehr, sehr schönes Dekokörbchen. Dann, ja, machen wir weiter mit. Oh, jetzt habe ich den Rock vergessen. Den muss ich gleich noch holen. Der ist noch in der Wäsche. Ich habe eben noch dran gedacht. Dachte ich, du musst den Rock noch aus der Wäsche holen, damit du den zeigst im Hall. Ich habe in Amerika bestellt. Bei Unique Vintage heißt das. Aber die Kollektion ist von Loungefly. Und wer meine Vlogs verfolgt hat oder meine Bilder auf Instagram, wird die Outfits bereits gesehen haben. Und zwar, ja, einmal das Outfit. Also, das kann man separat kaufen, aber ich habe es halt als Outfit gekauft. Einmal hier diesen Rock mit Polkadots und kleinen Mickey-Mini-Details in den Punkten drin. Und dazu passend hier dieses Oberteil. Ich poste euch auch jetzt hier ein Bild, wie es angezogen im Disneyland aussieht. Genau. Also das ist dann das Oberteil, was das Model zusammen auf der Webseite anhat. Und ich fand das so toll. Deswegen habe ich mir einmal das Set bestellt. Viele dachten, es wären auch ein Kleid. Nee, aber es sind zwei Teile. Das heißt, man kann auch beides separat anziehen. Und für jedes, also ich nenne das immer Set. Die zwei haben, glaube ich, um die 100 Euro zusammen gekostet. Und das andere, was ich jetzt euch gleich zeige, hat auch um die 100 Euro gekostet. Versand war inklusive, aber da kam noch der Zoll. Ja, ist halt so, wenn man was aus Amerika bestellt, kann es sein, dass man noch den Zoll nachzahlen muss. In meinem Fall war es so und es waren 70 Euro. Das ist immer sehr cool. Ich weiß nicht, wie die das berechnen. Wir haben ja auch Gürtel bestellt, das zeige ich euch auch gleich zu fünft. Und da war der Zoll irgendwie nur 20 Euro. Ich weiß nicht, wie die den berechnen. Aber ich hole jetzt mal den Rock aus der Wäsche. So, kurz bei der Wäsche gewesen. Also, er ist nicht dreckig oder so. Aber nach einem Tag Disneyland mit Maske und so schwitzt man ja auch. Und deswegen wollte ich ihn eigentlich mal waschen. Aber euch kann ich ihn jetzt auch zeigen. Also, das ist der Rock für das Outfit. Also, ja, ein zweiter Rock. Auch super, super schön. Mit der Mini hier als Ballon und auch wieder Punkte. Ich habe mich ja in diese Tellerröcke verliebt und werde auch demnächst versuchen, selbst welche zu nähen, weil ich richtig tollen Stoff bei AliExpress gefunden habe. Und das ist das passende Oberteil dazu. Im Prinzip nichts Spektakuläres, ist so ein bisschen schulterfrei. Und hier vorne habt ihr nochmal den Mini-Hut. Aber passt super zusammen. Und das Outfit hatte das Model auch an auf der Webseite. Und deswegen, ich fand es super, super schön. Und da habe ich dann mal investiert in zwei schöne Outfits und ja, ich bereue es nicht, muss ich sagen, im Nachhinein. Ist schon sehr viel Geld gewesen, aber ich bereue es nicht und ja, super, super zwei schöne Outfits. Ich habe ja eben die Gürtel erwähnt. In meinem letzten Haul habe ich euch ja schon diesen D-Gürtel gezeigt in Gold. Den gab es jetzt neu in Silber mit etwas dünnerem Band oder Gurt. Das heißt, man kann ihn in der Hose tragen. Und da haben wir wieder eine Sammelbestellung gemacht zu fünft. Und den in Amerika bestellt. Wir haben, glaube ich, jetzt im Endeffekt pro Gürtel 30 bis 40 Dollar bezahlt. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, wir waren zu fünft und der Zoll war dann nur 20 Euro, warum auch immer. Ja, ein sehr, sehr schöner Gürtel. Der ist von, wie heißt nochmal die Marke? Steht das hier drin? Ah ja, genau, Buckle Down. Ich packe euch auch nochmal alle Links, auch die amerikanischen Links, packe ich euch gerne unten in die Infobox. Da könnt ihr auch gerne mal schauen. Unique Vintage, wo ich die anderen Sachen gekauft habe, hat auch wirklich noch andere schöne Sachen. Die haben auch einen Rock mit dem Disney-Schloss, welches dann glänzt. Also nicht glänzt, sondern leuchtet in der Nacht. Aber leider gibt es meine Größe nicht mehr. Egal, ich nehme ja demnächst selbst Röcke. Dann habe ich einen neuen Spirit Jersey bekommen. Eine liebe Freundin über Instagram, mit der ich letztes Jahr zusammen übernachtet habe beim Run Disney, die kommt aus Belgien, hat in ihrer Story gepostet gehabt, ob jemand Interesse hat an einem lila Walt Disney World Spirit Jersey. Und da habe ich hier gerufen, hallo, ja, ich Verrückte. Und ja, da hat sie mir jetzt am Wochenende, wo wir in Disneyland waren, diesen Spirit Jersey mitgebracht. Ich habe dafür 50 Euro bezahlt bei ihr. Und der passt super zu den lila Ohren, die, glaube ich, irgendwo hängen sie. Ja, über dem blauen. Also, ihr seht sie nicht da. Da sind die lila Ohren. Und ich muss sagen, ich habe den Spirit Jersey schon lange begutachtet, weil lila ist auch so eine schöne Farbe. Und ja, Walt Disney World Spirit Jersey.
Und ja, bin sehr froh, ihn bekommen zu haben. Ja, Zara veröffentlicht auch gefühlt jede Woche neue Disney-Klamotten. Hauptsächlich T-Shirts, da greife ich jetzt nicht immer so zu, weil mir der Schnitt nicht gefällt. Meistens oder halt, ich habe ja eh schon so viele T-Shirts. Hallo Fliege. Oh, ich hasse, ich mag den Sommer nicht wegen den Fliegen. Also ich mag den Sommer, aber die Fliegen könnten weggehen. Ich wohne halt auf dem Land und dann sind Fliegen halt immer da. Egal. Da habe ich mir jetzt ein T-Shirt geholt und zwar einmal dieses Prinzessinnen-T-Shirt. Ich habe das eben noch anprobiert. Jetzt muss ich den Ärmel hier rausmachen. Genau. Einmal dieses Prinzessinnen-T-Shirt in der Größe S. Bei Zara ist es auch mit den Größen immer. Ich bestelle gefühlt immer S, M und L, damit ich dann irgendwas habe, was mir passt. Weil bei den Größen weiß man nie. Genau. Einmal dieses Prinzessinnen-T-Shirt in S mit allen Prinzessinnen. Verteilt auf dem T-Shirt. Wir haben Mulan, Ariel, Jasmin, Merida, Cinderella, Pocahontas, Belle hier am Arm. Also alle Prinzessinnen sind vertreten gefühlt. Das T-Shirt hat 16 € gekostet und ich muss sagen, ein echt wirklich sehr, sehr schönes Prinzessinnen-T-Shirt. Ich habe nicht viele Prinzessinnen-T-Shirts. Später zeige ich euch noch zwei. Jetzt kamen wieder ein paar dazu. Genau, also ein sehr schönes T-Shirt. Dann habe ich mir noch zwei Sachen gekauft, die sehr besonders sind, finde ich. Die haben jetzt eine Dschungelbuch-Kollektion rausgebracht. Ich bin jetzt auch nicht der größte Dschungelbuch-Fan, aber die Klamotten fand ich sehr schön. Und zwar einmal dieses sommerliche pinke Top. Es fällt sehr leicht, auch in Größe S. Kostet 20 €. Hat hier so Kordeln, also wenn man das trägt. Und ich versuche euch jetzt mal hier das Muster ein bisschen zu zeigen. Da ist nämlich der Tiger drauf von Dschungelbuch. So, jetzt habe ich es. Genau, also der Tiger ist hier vertreten auf dem Oberteil. Und es steht auch Dschungelbuch drauf. Aber wenn man das so trägt, sieht man das gar nicht, finde ich, dass es Dschungelbuch ist. Also sehr, sehr, sehr dezentes Oberteil. Und das sowas Ähnliches als Kleid. Für 40 € auch in Größe S. Und zwar das hier. Das hat oben auch diese Kordel. Das hier finde ich ein bisschen sehr lang. Das hängt dann da so runter. Hat auch den Tiger von Dschungelbuch verteilt. Hier sieht man ein bisschen mehr, aber auch trotzdem nicht so Bam in your face Disney. Und es fällt auch sehr schön. Und ja gut, ihr seht es ja angezogen mit der Länge. Und ja, also beide Stücke wirklich. Ganz, ganz besonders und das mag ich halt, dass wenn Zara so besondere Sachen, so wie letztes Jahr dieses Bambi-Kleid oder so rausbringt, diese besonderen Sachen gefallen mir echt gut bei Zara. Bei den T-Shirts schlage ich meistens nicht so oft zu. Machen wir weiter mit Ohren von der lieben Cat. Die liebe Cat macht jetzt auch selbst Ohren aus Fimo. Und ich habe mir ein paar bei ihr bestellt und zwar dieses schöne Paar Pastellohren und sie sind wirklich zuckersüß. Zum Anbeißen sind die, finde ich. Also die Farben sind ja genau meins. Dieses hellblau, pastellrosa. Super, 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 super schön. Und ich freue mich schon, das beim nächsten Mal in Disneyland zu tragen. Gefallen mir wirklich sehr gut. Falls ihr auch Interesse habt an solchen. Zu viel geredet. Falls ihr auch Interesse habt an solchen. Jetzt habe ich was im Hals. An solchen Ohren. Ich packe euch den Namen von der lieben Cat von der Instagram-Seite gerne unten in die Infobox. Schreibt sie einfach an und die hat auch verschiedene Farben, auch verschiedene Muster, also nicht Muster, aber verschiedene Farbkombinationen auf ihrer Instagram-Seite. Und da müsst ihr sie einfach nur anschreiben. Ja, Shop Disney machen wir weiter damit. Da gab es nämlich zwischendurch noch eine 20% Aktion auf wirklich fast alles. Und da habe ich wieder mal zugeschlagen. Und zwar bei der. Jetzt muss ich das alles erstmal hochholen. Einen Moment. Die halbe Küche hier auf dem Schoß. Ich habe bei der Disney Eats Kollektion zugeschlagen. Und zwar einmal habe ich mir diese Eiswürfel hier gekauft. Die packt man so in den Gefrierschrank und kühlt dann euer. Kühlschrank habe ich gesagt, in den Gefrierschrank und dann kühlen die eure Getränke. Es gab wie gesagt auf alles 20%. Der Originalpreis war 10 €. Dann habe ich mir die Plastikteller aus der Eats-Kollektion bestellt. Die kosten originals 18 €. Das sind verschiedene Motive. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, deswegen sind 4 Teller aus Plastik. Und gefallen mir sehr, sehr gut. So, wenn man so eine Grillparty macht oder so. Dann habe ich mir die Salatschüssel bestellt.
riesig mit Messer, also mit Besteck dazu. Und hier unten, das ist auch ganz cool, ist ein Kühlpad sozusagen drin. Das kann man dann abmachen, in den Kühlschrank oder in den Gefrierschrank tun und dann wieder dran machen und dann kühlt es den Salat von unten. Echt eine coole Idee von Disney. Und der Originalpreis von der Schüssel war 15 € nur, also echt ein guter Preis für so eine riesen Salatschüssel. Inklusive Besteck und das kann man hier oben so ganz cool so reinstecken. Und dann als letztes aus der Eats-Kollektion ist dieser Krug mit 4 Plastikbechern innen drin mit Mickey und Minnie. Originalpreis nichts. Kostenlos. Weiß ich nicht. Steht jetzt hier nicht mehr dran. Aber ich packe euch den Link unten in die Infobox, dann könnt ihr mal schauen. Genau, also das ist der Krug inklusive 4 Plastikbechern. Auch sehr, sehr schick und für den Sommer, für Eistee oder so. Echt praktisch. Und dann als letztes von Shop Disney ein neues Spirit Jersey. Ja. Shame on me. Es gab nämlich eine neue Neon-Kollektion. Und dann habe ich mir hier diesen Spirit Jersey gekauft mit Disneyland Resort. Also im Prinzip für Disneyland Anaheim. Jetzt gibt es denselben Spirit Jersey für Disneyland Paris, auch in Disneyland Paris zu kaufen. Aber ich habe ja den auch mit 20% bekommen, deswegen tut es mir jetzt nicht weh, ob ich jetzt. Jetzt habe ich mal ein bisschen andere, nicht immer Disneyland Paris, sondern Disneyland Anaheim. Und ja, dazu gibt es aber die passenden Ohren in Paris. Zeige ich euch gleich, die habe ich mir nämlich auch gekauft. Und ja, also der Originalpreis war 60 €, aber 20% Rabatt. Da musste ich bei dem Spirit Jersey auch zuschlagen. Dann habe ich ein Paket von Zavi bekommen. Danke nochmal dafür. Ich durfte mir 3 Sachen aus der Kleidungsabteilung aussuchen. Natürlich Disney-Sachen für mich. Und die zeige ich euch jetzt, die 3 Sachen. Und dann habe ich auch noch einen Rabattcode für euch, wenn ihr auch mal bei Zavi bestellen wollt. Ich habe mir einmal ausgesucht. Dieses super schöne Mickey und Minnie-T-Shirt mit Love, Love, Love und Herzchen und Blümchen und Flower Power. Also, ich muss sagen, ein echt süßes, schlichtes T-Shirt. Das habe ich mir in Größe L bestellt. Ich wurde auch bei Instagram mal gefragt, warum ich mir alles in L bestellt habe. Ich war mir da unsicher bei den Größen. Und dann habe ich lieber ein größeres T-Shirt als ein zu kleines T-Shirt. Aber M hätte auch gereicht. Dann habe ich ja eben schon gesagt, Prinzessinnen. Ein weiteres Prinzessinnen-T-Shirt zieht bei mir ein. Und zwar mit meiner Lieblingsprinzessin Belle. Das ist auch Größe L, steht drauf, be strong, be kind, be fearless. Dann habt ihr hier das Beast mit Belle am Tanzen, Lumiere, Herr von Unruh, Tassilo und Madame Portier. Und hier seht ihr nochmal das Schloss von Beauty and the Beast und nochmal den Umriss von Belle. Ja, mein erstes Belle-T-Shirt, muss ich sagen, auch sehr, sehr schön. Und als letztes, was ich mir ausgesucht habe, ist ein Pulli. Und zwar hier dieser, auch in L. Auch mit Mickey und Minnie. Da steht Love Bug drauf und mit Herzchen und in einem Auto, in so einem Oldtimer. Auch wirklich ein sehr, sehr schöner Pulli. Und ich muss sagen, den hätte ich jetzt nicht in M bestellt, weil ich finde, von der Länge ist er ganz gut. Und auch das, wenn man was drunter trägt jetzt. Ich hatte den im Disneyland an und für morgens. Und drunter halt ein T-Shirt, was ich dann ausgezogen habe, da hat er perfekt gepasst. Das waren die 3 Sachen, die ich mir von Zavi ausgesucht habe. Und mit dem Code MONI20 bekommt ihr 20% Rabatt auf die komplette auf das komplette Kleidungssortiment. Auch auf Star Wars Sachen oder allgemein auf Kleidung. Also nicht nur Disney bezogen, sondern auf die komplette Kleidungskollektion. Also viel Spaß beim Shoppen. Ja, bei EMP habe ich nur einmal zugeschlagen diesen Monat oder nur eine Sache bestellt. Und zwar, den hatte ich aber schon sehr, sehr lange im Auge, ist dieser Overall. Dieser Aladdin Jasmin Overall, den hatte ich jetzt auch in Paris an und der ist wirklich cool. Eigentlich kann man den auch als Hose tragen, aber ich finde, der ist mir hier dann zu breit irgendwie als Hose. Als Overall ist er echt schön, dann kann man da hier so off-shoulder und dann kann man das hier noch so um den Hals machen und ja, ist so eine Haremshose, also viele würden sagen, man sieht aus, als hätte man in die Hose gemacht. Aber ich muss sagen, ich mag den Stil, vor allem im Sommer. Es ist luftig, es ist leicht. Genau, und hier habt ihr versteckt die Jasminköpfe verteilt. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Overall. Und ich hatte den dann jetzt im Sale bekommen. Ich glaube, was habe ich jetzt am Ende noch bezahlt? 30 € circa mit Rabatt. Also, ja, der war halt im Sale. Nur noch 2 Sachen, die Sachen aus dem Disneyland und dann noch die Sachen aus dem Disney Store in Paris. Wir waren nämlich hier eine Woche in Disneyland
und haben gesagt, komm, einen Nachmittag fahren wir mal nach Paris, in die Innenstadt. Und das haben wir getan. Dann sind wir auch in den Disney Store gegangen und es gab Sale. Und da haben wir auch zugeschlagen. Und ja, ich habe sogar einen Koffer gekauft. Jetzt muss ich das mal hochholen. Genau, zeige ich euch erstmal die Sachen im Koffer. Und dann was und dann den Koffer und dann am Ende noch die Sachen aus dem Disneyland Paris, die ich mir gekauft habe. Also wieder ein bisschen längerer Haul mit sehr, sehr vielen Sachen. Einmal habe ich mir aus dem Disney Store diese Tasse gekauft. Ich kaufe ja nicht mehr viele Tassen, weil ich keinen Platz mehr habe für Tassen. Aber die fand ich wirklich schön, weil da drauf steht Born Disney, Raised Disney. Und hinten habt ihr die Mickey Ballons. Also wirklich eine coole Tasse, auch sehr groß. Und die hat mit, also am Ende, also im Sale halt 8,40 € gekostet. Muss ich mal gucken, wo ich das hier hinstelle. Dann ein, das ist ja mein dritter Spirit-Jersey hier. Ich habe drei Spirit-Jerseys im Juli gekauft. Und zwar hier der Spirit-Jersey, der war auch im Sale für, ich glaube, 42 € jetzt am Ende. Und ja, den gab es mal auch bei online bei Shop Disney, aber dann war ich immer so unentschlossen. Es gab ja zwei neue damals. Habe ich mich für den anderen, für den bunten mit Mickey entschieden. Und jetzt war der im Sale. Da dachte ich, komm, kaufst du dir den auch noch. Hinten steht Mickey Mouse Club. Und ich mag auch die Farbe, passt sehr gut zur Jeans. Dann ein weiteres Prinzessinnen-T-Shirt und auch das letzte von diesem Haul ist dieses Cinderella-T-Shirt. Das war auch im Sale für 15,40 €. Und das ist, sieht wirklich sehr schön aus. Es gab nur noch zwei. Und die beiden habe ich geholt. Und zwar das andere für die liebe Angie. Und ja, also Cinderella-T-Shirt und Walt Disney Cinderella steht da drauf. Das war, gab es zum 70. Geburtstag. Also auch ein sehr, sehr schönes T-Shirt, finde ich auch von der Länge. Dann habe ich mir noch Taschen gekauft, so Einkaufstaschen. Einmal hier die kleine, die kann man auch sehr gut in Paris dann. Ich habe ja immer so eine kleine Tasche dabei, wo ich dann was zu trinken griffbereit habe oder meine Kamera gerne reinschmeiße oder so nach dem Film. Habe ich immer gerne so eine kleine Tasche dabei, deswegen fand ich die ganz süß. Was hat die gekostet? Nichts. Ich glaube 1,50 € oder so, 2 €. Dann habe ich mir noch hier die Animators-Tasche gekauft. Hier habt ihr dann Aurora, Merida, Tiana. Und oben ist ein Reißverschluss. Also kann man zumachen, die Tasche. Und hinten habt ihr nochmal Tiana, Belle und nochmal Aurora. Also wirklich auch eine, ich liebe ja die Animators-Kollektion, aber ich habe mir auch den Koffer von der Kollektion gekauft, zeige ich euch gleich. Und ich finde die sehr praktisch wegen dem Reißverschluss halt innen drin. Und da kann man sehr gut, wenn man auf Reisen geht oder so, noch was reintun. Und dann, da konnte ich nicht widerstehen. Baby Yoda. Eine Baby Yoda-Einkaufstasche. So süß. Ist hier eigentlich ein Preis dran? Nee, auch kein Preis dran. Naja, aber die fand ich auch super, super cute. Und ja, die musste dann auch einfach mit. Und jetzt noch zum Schluss der Koffer. Der war echt verhältnismäßig günstig. Ich habe nur 24 € für den Koffer bezahlt. Und der macht echt einen guten Eindruck. Ist halt aus Stoff im Prinzip. Das ist der Animators-Koffer, den ich mir gekauft habe. Es hat Handgepäckgröße, hat die Prinzessinnen vorne drauf und an der Seite ist gestreift und hinten auch nochmal. Und wir haben den dann durch Paris gekarrt und da hat es überlebt mit unseren ganzen Einkäufen. Und ich finde, ein sehr, sehr süßer Koffer und für 24 € kann man echt nichts sagen. Ja, dann kommen wir zu den Disneyland Paris Sachen, die ich mir gekauft habe. Natürlich musste ich auch was in Disneyland Paris kaufen. Aber jetzt muss ich erstmal untertauchen. Oh, ist doch ein kleiner Haufen. Es gab nämlich an den ersten Tagen gab 70% auf viele Sachen. Und wenn man dann, ich glaube, für 20 € irgendwo eingekauft hat, muss ich glaube ich niesen. Wenn man irgendwo für 20 € eingekauft hat, hat man dann noch was gratis bekommen. Und dann sind jetzt drei Sachen, die ich hier dabei habe, waren gratis. Und ja, einiges aus dem Sale. Aber ich zeige euch erstmal die passenden Öhrchen zum Spirit Jersey. Und zwar sind das die hier. Da sind ja die Meinungen sehr umstritten bei diesen Öhrchen. Die kosten übrigens 23 €. Aber ich kriege ja Jahreskartenrabatt. Auf jeden Fall, was ich gut finde, ist, dass sie das Etikett nicht mehr an der Seite machen, sondern jetzt hier hinterm Ohr. Ist jetzt von hinten für Bilder nicht so toll, aber besser als an der Seite, muss ich sagen, für mich persönlich. Und ich muss sagen, ich mag die Farbkombi, aber viele mögen es nicht und die Kollektion ist sehr umstritten, aber war bei der Korallkollektion ja auch so. Dann machen wir weiter mit einer Kette, die ich mir gekauft habe.
Und zwar die Schlosskette ohne Steinchen. Ich habe die bereits mit Steinchen, aber ich muss sagen, die sieht jetzt nach einer Zeit nicht mehr so schön aus. Das ist jetzt die grüne Preiskategorie. Ich glaube 18,99 für die Kette. Ich mache euch auch ein Bild, damit ihr es besser sehen könnt. Genau, und die silberne Schlosskette ohne Steinchen. Wollte ich schon länger haben. Jetzt dachte ich, komm, nimmst du sie mit. Dann machen wir weiter mit Sachen aus dem Sale. Genau, machen wir weiter mit den Sachen aus dem Sale. Ich sage euch am besten den Originalpreis, wenn ich ihn noch weiß. Ansonsten müsst ihr euch dann die 70% abziehen und nochmal den Jahreskartenrabatt. Also den Endpreis weiß ich leider nicht mehr ungefähr. Ich habe mir dieses Run Disney Arm-Handy-Halterungsding gekauft. Das macht man dann hier so um den Arm, wenn man läuft oder Sport macht. Kommt dann das Handy rein. Finde ich ganz praktisch. Originalpreis war 15 Euro und dann halt die ganzen Rabatte. Also ein Schnapper und für das nächste Run Disney Event sehr praktisch. Dann habe ich mir Öhrchen gekauft und zwar einmal hier die Ohren, die waren im Sale mit 70%. Originalpreis war 20 Euro. Ich glaube, die Ohren waren am Ende nur 5 Euro oder so. Sind aus Plastik und haben hier dann mit hier Mini Baby Küssen und dann so Zeug halt in den Ohren drin. Das waren einmal die Ohren aus dem Sale. Dann, oh, jetzt fällt hier gleich alles runter. Noch ein paar Ohren aus dem Sale. Und zwar hier die Mickey Mouse Ohren. Originalpreis war auch, ne, 17 Euro, sogar noch günstiger. Ja, habt ihr einfach Mickeys Hände als Daumen. Die waren auch im Sale. Und dann jetzt, also was ich gratis bekommen habe für meine Einkäufe, weil ich noch dem Daniel, der Brina etc. Sachen gekauft habe, ist einmal die Ohren. Ne, das war ja egal. Einmal die Ohren habe ich gratis bekommen. Originalpreis wäre 20 Euro gewesen. Die gab es dann gratis ab einem Einkauf von 20 Euro. Ganz süß. Und dann gab es einmal, also in jedem Geschäft gab es auch irgendwie was anderes gratis. Auch wenn man nicht Sale-Sachen gekauft hat. Also bei der Kette gab es dann was gratis. Ich habe noch mehr gekauft, zeige ich euch jetzt. Dann gab es in jedem Geschäft am Anfang, wo es den Eintritt für die Jahreskarteninhaber gab, immer irgendwo was gratis. Und im anderen Geschäft habe ich hier dieses Mickey Zum-Zum gratis bekommen. Originalpreis war 6 Euro. Und in einem anderen Laden habe ich das gratis bekommen. Das ist ein Fotobuch. Originalpreis wäre 7 Euro im Sale gewesen. Vorher hat es 25 Euro gekostet, jetzt gab es gratis. Und was ich mir noch aus dem Sale. Oh, jetzt fällt gleich alles runter. Noch eine Sache aus dem Sale, dann noch ein paar Sachen nicht aus dem Sale oder was mir mein Freund gekauft hat. Einmal diese Jacke. Die gab es auch im Sale aus der Mini Parisienne Kollektion. Es gibt eine neue und dann war die alte jetzt im Sale. Und das ist so eine Art Bomberjacke in Schwarz mit Mini hier vorne drauf. Und hinten Mini eingestickt auf dem Rücken. Auch wirklich eine sehr, sehr schöne Jacke. Und ich glaube, jetzt am Ende haben wir, also der Preis ist nicht mehr dran, weil ich sie anhatte. Ich glaube, wir, also Jessie hatte ich die auch geholt. Ich glaube, wir haben am Ende nur 17 Euro für die Jacke bezahlt. Nach den ganzen Rabatten. So, dann habe ich mir noch ein paar Sachen gekauft. Also nicht aus dem Sale, sondern so normal. Und zwar aus der neuen Mini Parisienne Kollektion ist dieses, wie nennt man die eigentlich? Schild? Cappy-Schild? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall meinte Jessie, sieht aus wie so ein amerikanischer Touri. Kann auch sein, aber ich finde es ganz praktisch, weil ich nicht gerne Sonne im Gesicht habe. Aber auch dann, wenn ich eine Hochsteckfrisur, also hier so ein Dutt habe oder so, kann ich auch keine Cappy anziehen. Deswegen finde ich die ganz praktisch. Und ja, hier steht nur Mini Parisienne, Punkte drauf. Also es ist auch nicht so Disney in your face. Und die hat 20 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch ein paar normale, also nicht aus dem Sale gekauft, und zwar hier diese schwarzen Mickey Sorcerer Ohren. Die haben euch, glaube ich, auch 20 Euro gekostet. Also die Paillettenohren kosten mittlerweile 23 und die kosten 20. Und ja, ich suche ja immer gerne so nach schwarzen, schlichten Ohren. Und da meine von Ears Ever After das Ohr sich ein bisschen abgelöst hat durch die ganzen Strapazen am Rucksack hängen, musste ich mir ein anderes schwarzes Paar Ohren holen und dann deswegen habe ich mir die dann gekauft. Die anderen sind jetzt geklebt, also die sind wieder in Ordnung, aber für den Trip hatte ich dann keine schwarzen Ohren mehr. Dann habe ich mir noch einen Luftblasenspender gekauft. Ich habe zwar schon einen, der steht da hinten mit von Lion King, also von letztem Jahr von der Lion King Season.
Aber ich muss sagen, ich fand den so schön und Jessie hat sich den vorher schon gekauft für Bilder. Ich mache ihn mal kurz an. Der leuchtet so schön bunt. Und dann kommen oben die Luftblasen raus und wir haben das hauptsächlich halt für Bilder benutzt. Also für, dass man Luftblasen auf den Bildern hat, sind wirklich schöne Bilder entstanden. Und ich muss sagen, also den ist auch nachfüllbar. Hier, das unten kann man abdrehen und normal Seifenblasenflüssigkeit einfüllen. Jetzt kommt da natürlich nichts. Hallo! Ist noch was drin? Ah, jetzt! Da kommt's. Ja, also das sind dann die Seifenblasen, die dann da rauskommen. Für Kinder ist es natürlich. Für Kinder ist es top. Aber ich muss sagen, auch für unsere Bilder und so, ich finde das Ding auch einfach nur schön. Und ja, jetzt habe ich halt einen zweiten Seifenblasenspender. Und zum Schluss kommen wir zu meinem Pandora-Armband, welches mein Freund mir dann gekauft hat. Also ich habe ihn vorher gefragt und er meinte, ja, darfst du dir kaufen. Ich mache euch auch, also ich zeige euch jetzt auch ein Bild. Und zwar ist es Parks Exclusive beides. Also das Armband ist Parks Exclusive, das heißt, man bekommt es nur in Disney Parks. Auf dem Verschluss habt ihr das Schloss mit Sternchen, da steht Disney Parks drauf. Und auch der Anhänger ist ein Disney Schloss. Und genau, da unten steht auch nochmal Disney Parks. Steht sogar Disneyland Paris drauf, auf dem Schlossanhänger. Genau, beides ohne Rabatt hat zusammen 169 Euro gekostet. Ja, Pandora ist nicht günstig. Aber ja, meistens kaufe ich mir Pandora-Sachen, wenn es dann 30% für Jahreskarteninhaber gibt, also nochmal 10% extra. Ansonsten ja, warte ich immer mit den Pandora-Einkäufen. Ja, das war's schon, Mensch. So kurz war ja nichts dabei. Ja, durch den Paris-Aufenthalt die Woche ist wieder noch zusätzlich einiges dazu gekommen. Und die Amerika-Bestellung, die hat ja auch lange gedauert. Ich glaube, die war 4 Wochen unterwegs, circa, oder 3, 4 Wochen. Deswegen kam jetzt noch einiges dazu, plus der Spirit Jersey von der Freundin, den sie mir, ja, also den hatte ich auch schon länger bestellt, nur wir haben uns halt jetzt im Disneyland Paris getroffen. Ja, also kam wieder einiges dazu. Die nächsten Disneyland Paris Trips sind auch schon geplant. Ansonsten gab es nicht so viel neues Merchandise, fand ich jetzt im Disneyland Paris. Ich bin mal gespannt, was mit den ganzen Pins und sowas die letzten Monate hätten rauskommen sollen, was mit denen passiert. Wir werden sehen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, gerne einfach unten in die Kommentare schreiben. Alle Links packe ich euch, also was noch vorhanden ist online, packe ich euch gerne unten in die Infobox. Und ja, dann sehen wir uns einfach bei meinem nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao!